Es ist so, dass man zunehmend sieht, dass die scharfe Trennung zwischen den einzelnen Mobilitätsformen und Mitteln, dass die zunehmend verschwindet. Also es findet fast wie eine Konversion statt. Die ganze Kombination von den einzelnen Transportmöglichkeiten, das ist etwas, was sehr rasch vor sich geht. Und die Entwicklung, der können mitzuhalten, das ist sicher eine grosse Herausforderung. Eine weitere Herausforderung ist, dass wir vom traditionellen Geschäft herkommend letztendlich müssen in neue Geschäfte, in neue Informations- und Mobilitätsformen investieren. Das sind alles Sachen, wo man im Moment noch kein Geld verdient. Das kostet nur, aber wir müssen es gleich machen, weil wir ja in der Strategie zum gesamtheitlichen Mobilitätsanbieter werden wollen. Wir haben gestartet mit unserem Smart Shuttle. Das ist eines der Projekte, das man sehr gut sieht. Das ist auch immer in den Medien. Wir werden international besucht. Sogar vom fernen Osten kommen Leute, das anschauen, wie das läuft. Im Juni 2018 sind wir 2 Jahre in Sitten im Betrieb. Vielleicht noch um ein grösseres Projekt zu nennen, ist die ganze Mobilitätsplattform. Das ist ein Projekt, wo wir ja eben gerade die Information und auch die Buchbarkeit des Angebots für unsere Kunden werden zugänglich machen. Und betreffend Publibike, wir gehen davon aus, dass wir im April 2018 die ersten Stationen in Zürich und im Mai 2018 die ersten Stationen in Bern werden realisieren. Das ist natürlich ideal, wenn wir im Hinblick auf das schöne Wetter im Sommer, das hoffentlich wird sein, die Velo können umsetzen, damit sie dann auch entsprechenden Nutzen bringen. Zum Stichwort Botschafterkampagne, das ist für uns ein ganz wichtiges Instrument, um den Dialog mit den Kunden und Kundinnen aufrechtzuerhalten. Das Ziel von dem Ganzen ist natürlich, dass Transaktionen passieren, dass man zum Beispiel etwas kauft, also Tickets kauft, dass man unsere Dienstleistungen kauft, dass man natürlich auch Gutscheine einlöst. Und wir haben ja verschiedene Botschafter da, das sind zum Teil eigene Leute, das sind Partner, die eben Postauto empfehlen. Und empfehlen ist immer etwas vom Besten im Marketing. Wir werden in Zukunft nicht nur mit autonomen Fahrzeugen umfahren. Die Zukunft wird geprägt sein von unserem Kerngeschäft, das wir haben. Es wird aber um unser Kerngeschäft viel andere Mobilitätslösungen geben, um letztendlich die ganze Transportkette abzudecken. Und das Ganze wird zusammengefasst auf einer Mobilitätsplattform, wo man Zugang hat zu all diesen Mobilitätsleistungen, die wir in Zukunft anbieten werden.